Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder. Draußen ist es total stürmisch, sonst wäre ich heute gern rausgegangen und hätte was gefilmt. Aber da kann man selbst mit einem guten Mikro, ihr habt danach gefragt, ich habe ein Sennheiser-Mikro und eine Sony A7-Kamera, also das Equipment passt, nur ich bin manchmal ein bisschen technisch zu ungeschickt. Heute jetzt mal ein Thema, was jetzt in letzter Zeit online immer wieder aufkam, in verschiedenen Facebook-Gruppen, Foren. Und über YouTube natürlich. Wie sinnvoll ist es eigentlich, an Fahrtechnikkursen teilzunehmen? Mich interessiert natürlich eure Meinung. Wie sieht es denn aus? Habt ihr schon mal Fahrtechnikkurse gemacht? Wie hat es euch gefallen? Wart ihr bei verschiedenen Anbietern? Habt ihr da Unterschiede gemerkt? Oder bei einem Anbieter, bei verschiedenen Trainern? Ich hatte ja schon zwei Videos gemacht, die dazu eigentlich viel gesagt haben. Die verlinke ich unten mal. Das war einerseits das Video, der größte Fehler, den man beim Biken machen kann. Dies Wenn nicht gesehen haben, ich spoiler nicht, schaut mal unten, der größte Fehler, den man beim Lernen machen kann, Fahrtechnik. Und das andere Video hieß die große Fahrtechniklüge. Jetzt um das Thema reinzugehen, dass quasi Fahrtechnikschulen mit ihren Ausschreibungen zum Teil suggerieren, dass man in Kursen zum Beispiel das hintere Versetzen lernt, dass man da reingeht, man trainiert das Schritt für Schritt und dann nachher geht man in Trail. Und dann macht man das, weil der Trainer, Coach, der hat einem das beigebracht. Und dazu habe ich auch was gesagt, wie ist das mit dem Beibringen? Kann ein Trainer einem irgendwie das beibringen? So geht der Bunnyhop. Und da habe ich verlinke das Video unten was zu gesagt. Jetzt kam aber, wie gesagt, weil es ja jetzt auch mittlerweile, ich glaube, 3, 4 Online-Coaching-Angebote gibt, im deutschsprachigen, im englischsprachigen Raum für Mountainbike-Fahrtechnik, kam das Thema. Macht es denn überhaupt noch Sinn, einen Fahrtechnikkurs zu machen? Das Thema gab es für manche schon immer, die gesagt haben, ich brauche keinen Kurs, ich lerne es alles so. Aber ich möchte darauf jetzt mal drauf eingehen, euch ein paar Hintergründe geben. Ich bin seit 2008 Mountainbike-Fahrtechnik-Trainer und habe diverse Fortbildung, Ausbildung, viel Erfahrung, habe selbst viel entwickelt und mich immer weitergebildet. Ja, deswegen kann ich schon was zu dem Thema gut sagen. Und natürlich kann jetzt jemand sagen, hey, du gibst selber Fahrtechnikkurse, du bist da nicht neutral. Wie ist das denn? Kann ich da überhaupt was Richtiges zu sagen? Ich würde sagen, natürlich, gerade weil ich Fahrtechniktrainer bin, kann ich dazu was sagen. Weil Fahrtechnikkurse sind ja kein Angebot, was aus der Luft kam und keiner brauchte es und dann wurde das Ding groß, sondern Fahrtechnikkurse, Bikeschulen, die kamen halt rein in die Bike-Szene. Und es ging halt mega ab, weil der Bedarf da war. So, natürlich hängt viel von der Qualität des Coaches ab. Aber wenn wir uns jetzt mal das Prinzip angucken, wann machen Fahrtechnikkurse Sinn, muss man natürlich direkt differenzieren. Also ich fange mal mit einer Zielgruppe an, das sind die Anfänger. Und da kann man ganz klar sagen, es gibt auch viele Anfänger, da weiß man gar nicht, wie weit die nachher gehen, ob die jetzt in den Sport reinschnuppern und dann bleiben sie halt so Touren-Mountainbiker oder was natürlich auch schnell passieren kann, Touren-Mountainbike, dann Trailbike, Enduro-Bike, dann macht der Bikepark Spaß und dann geht es vielleicht noch weiter mit Springen, kleines Dirt-Jump-Bike oder ein Trailbike und also manche werden angefixt, aber viele bleiben auch irgendwie so ein bisschen beim normalen Biken, ich sage jetzt mal normalen Tourenfahren auch dann dabei. Genau, und ich würde sagen, bei diesen Anfängerinnen ist es einfach sehr gut, wenn sie direkt beim Kauf des Bikes oder nach einen Fahrtechnikkurs machen, weil ganz oft, wie bremst man sauber, was sollte man eigentlich machen, wenn man sich aufs Rad stellt, was sind so die kleinen Tipps, die total viel bringen, die so einen richtigen Aha-Effekt bringen. Also bei Anfängerkursen merkst du total, boah, das ist so viel für die Sicherheit, weil die Leute stürzen sonst wirklich, die verunglücken schwer durch Fahrfehler, weil sie Bremsen nicht beherrschen, weil sie das Fahrrad nicht beherrschen. Und da ist ein Fahrtechnikkurs, wo ein Trainer live vor Ort Tipps gibt. Mega gut. Der Feedback individuell gibt. In einem Gruppenkurs, in einem Privatkurs. Das kann ein Online-Coaching, ich finde in dem Bereich nicht so gut. Natürlich geht es auch, aber das ist gerade für Leute, die vielleicht eher so im niedrigschwelligen Bereich, im Anfängerbereich sind, die wollen vielleicht gar nicht erstmal ein Online-Coaching. Da musst du ja dich selber füllen, dass dem dann online den Coaches schicken. Das ist ja alles ein großer Aufwand. Das heißt, die wollen einfach eine gute Zeit haben und echt was Gutes lernen und merken dann direkt, boah, geil. Jetzt ist natürlich die Sache,
Man muss da natürlich sagen, und das sagen wir ja schon seit Ewigkeiten, seit 20 Jahren, keine Ahnung, alle Fahrtechnik-Trainer sagen das schon. Natürlich ist der Fahrtechnik-Kurs nur der Beginn und dann musst du das üben. Dir bringt das keiner in einem Fahrtechnik-Kurs bei und dann kannst du das. Das hat aber auch nie einer in Frage gestellt. Vielleicht kam das ein bisschen dadurch, dass es so Bunnyhop-Kurse und solche Sachen halt gibt, dass manche irgendwie so jetzt dachten, ja, vielleicht gehe ich da hin und lerne das. Aber eigentlich kann ich auch sagen bei meinen Teilnehmerinnen, dass natürlich wissen die, dass die jetzt nicht dahin kommen und daraus dann ein Bunnyhop-Profis sind, sondern dass die gezeigt bekommen haben, wo ist die Baustelle, wie können sie es jetzt üben und so weiter. Methoden, Aha-Effekte, Tipps. Ja, und das kann man übertragen. Natürlich muss man viel üben. Und natürlich ist es gut, dann auch wieder einen Kurs zu machen. Und natürlich ist auch ein Online-Coaching gut, wenn man halt da Bock drauf hat, weil dann kann man sich filmen und das einschicken in eine Facebook-Gruppe bei mir, bei anderen Coaching-Plattformen, in der Community und so weiter. Ja, das ist natürlich super alles. Aber Fahrtechnik-Kurs macht voll Sinn für Anfänger. Dann macht Fahrtechnik-Kurs natürlich auch Sinn für ja, Leute, die einfach sagen, ich übe schon lange Wheelie und mit meinen Kumpels und ich komme nicht weiter. Oder ein Bunnyhop oder Mentalthemen. Also auch im fortgeschrittenen Bereich gibt es viele Dinge, wo ein Fahrtechnik-Kurs wirklich total Sinn machen kann. Weil viele in Sackgassen geraten und einfach nicht mehr weiterkommen. Und dann kommt der Trainer und sieht mit seinem Auge, zack, da in deinen Basics ist noch ein großes Ding, das musst du korrigieren. Dann kannst du weiter progressieren. Dann gibt es natürlich viele Themen, Linienwahltraining, Mentaltraining, ganz viel, was du halt super einfach face-to-face machen kannst, was online nicht genauso ist. Man kann schon im Kurs Fortschritte machen durch die Aha-Effekte und man kann ja einfach echt viel mitnehmen und dann muss man es selber machen. Und das hängt davon ab, wie man es halt dann macht, ob man übt oder nicht. Ich mache das echt schon sehr lange und ich habe mich da auch immer sehr weiterentwickelt und ich würde sagen, wenn jemand bei mir vor 6 Jahren einen Kurs gemacht hat und heute ist es wieder komplett anders, weil ich mich ja weiterentwickelt habe und wie viel fortgebildet habe und viel gelernt habe als Trainer. Und ja, trotzdem bin ich natürlich froh, dass bei mir die Leute immer sehr happy sind. Ich habe aber auch einen hohen Anspruch an mich, also als Trainer. Und ich bin noch längst nicht zufrieden, so wie es jetzt ist. Also ich will mich noch deutlich weiterentwickeln, auch als Trainer. Trotzdem, ich habe viele Wiederholungstäter, viele begeisterte Feedbacks, viele, die auch bei verschiedenen waren, die gesagt haben, hey Marc, das hat mir echt gefallen bei dir. Mein Resümee ist einfach, natürlich sind Fahrtechnik-Kurse sehr sinnvoll. Es ist aber super individuell. Man kann da jetzt nicht aber sagen, es ist für jeden ein Muss. Man kann auch nicht sagen, es ist für jeden irgendwie Bockmist. Aber es hat sich bewährt. Trotzdem schaut bitte drauf, wenn ihr bei einer Fahrtechnikschule guckt. Auf der Webseite sind die Trainer fortgebildet, ausgebildet. Das ist zwar auch keine Garantie, dass man einen guten Trainer kriegt. Es menschelt ja auch viel und so. Aber das macht schon was aus. Es gibt wirklich immer noch Leute, die überhaupt keine Ausbildung haben und einfach sagen, ich bin war mal ein toller Profi und ich gebe jetzt einfach Camps und Kurse. Da kann man auch eine gute Zeit haben, sage ich ja gar nicht. Aber ein richtiger Coach ist einfach jemand anders als ein Fahrtechnik-Tippgeber oder sowas. Genau. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und an alle, die überhaupt nicht mit Fahrtechnikkursen irgendwas machen, kann ich auch gut verstehen. Ich habe auch alles gelernt ohne Fahrtechnikkurse. Und dann war es sogar so, natürlich bei mir in der Jugend, ich kenne aber auch viele Erwachsene, die alles ohne Fahrtechnikkurse gelernt haben und ohne Bücher und Videos, die einfach beim Fahren das gelernt haben. Aber da gibt es ganz viele, die beim Fahren das nicht so gut lernen und in Sackgassen kommen oder in Gefahr geraten, weil sie immer schneller fahren, immer riskanter fahren, aber das Können noch nicht genau Schritt gehalten hat, weil noch irgendwelche Baustellen in Basics sind. Ja, trotzdem, jemand, der es normal gelernt hat, ohne alles, finde ich auch super und das zeigt ja auch, dass es geht. Und das Witzige ist, dass ich durch die Fahrtechnik-Ausbildung, also zum Trainer und die Lehre, eine Zeit lang mein eigenes Fahren so ein bisschen versaut war, was ich selber damals gelernt hatte und durch diese Lehrkonzepte, Theorien, die teilweise ein bisschen problematisch waren. Deswegen habe ich auch den Mythenmörder gemacht und so, um mal so ein paar komische Fahrtechnik-Mythen mal anzugehen. Ja, und ja, dann bin ich aber wieder auf eine Linie gekommen, dass das Fahren, wie ich selber gelernt habe, wie Naturals es gelernt haben, dass das gut vereinbar ist mit Fahrtechnik, Methodiken, Konzepten und so weiter. Jetzt kommen noch ein paar Tipps in einem Video mit Fahrrad. Wir sehen uns im nächsten Video. Es kommt natürlich noch eine 40.000 Abonnenten-Verlosung.
Und als Dankeschön, jetzt schon mal danke. Ja, wir sehen uns in vielen weiteren Videos. Wer die Basics auf dem Mountainbike beherrscht, möchte natürlich gern weitergehen und neue Herausforderungen suchen. Fangen wir heute auf einem Pumptrack an, das B- und Entlasten des Bikes zu trainieren. Ideal können wir das auf einem Pumptrack üben, sprich einer Strecke mit vielen kleinen Wellen hintereinander und Anliegerkurven. Unsere Stichworte sind dabei Heavy und Light. Heavy heißt, wir belasten das Rad, drücken es in den Boden. Light, wir entlasten das Rad, damit wir die Wellen wieder gut hochkommen. Beim Pumptrackfahren ist die Arm- und Beinarbeit sehr wichtig. Sprich, wir müssen locker in den Extremitäten sein und mit den Armen und Beinen die Hügel ausgleichen oder Schwung holen. Viele Pumptrack-Anlagen kann man auch mit jedem Bike befahren. Wichtig ist, dass ihr den Sattel ganz tief stellt, die Federung relativ hart und ihr werdet merken, egal ob ihr ein Dirtbike habt oder ein Enduro oder E-Mountainbike, jeder kann damit einen Pumptrack rocken und Spaß haben. Eine schöne Herausforderung auf dem E-Mountainbike ist es, technische Wege zu meistern. Dabei haben wir enge Kurven, verblocktes Terrain, Wurzeln und müssen schauen, dass wir dabei mit Flow und Spaß runterkommen. Für Steilabfahrten ist es sehr wichtig, dass wir zentral über dem Tretlager bleiben. Das Rad neigt sich unter uns, angepasst an die Hangneigung. Früher wurde oft gesagt, als der Sattel eh immer oben war, dass man sich nach hinten lehnt. Das versuchen wir zu vermeiden. Die Arme bleiben gebeugt und somit haben wir auf beiden Rädern genug Traktion. Um steile und technische Passagen zu meistern, ist es wichtig, die gelernten Basic der Bremsübung anzuwenden und gefühlvoll beide Bremsen zu verwenden, damit man nicht mit blockierten hin und her rutscht im Hinterrad, die Stahlhänge runterrutscht. Im Downhill warten oft auf uns Drops, Geländekanten oder kleine Sprünge. Dabei ist es wichtig, dass das Vorderrad nicht sofort absackt. Wir können den dynamischen Hoch-Hinten-Impuls verwenden, um das Vorderrad hochzuhalten. Während der Flugphase werden wir wieder zentral und können dann mit Armen und Beinen den Aufprall abfedern. Drops sollte man erstmal an einer Bordsteinkante trainieren. Danach könnt ihr im Wald an Geländestufen das Ganze anwenden, Step by Step.